Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch. So, hier sind wir das letzte Mal runtergefallen und unsere drei Wichte sind noch im Nebenraum, die holen wir jetzt mal. Ich bin ziemlich sicher, dass sie noch uns verfolgen. Oder wir nehmen einfach die, wie heißt das, diese Gondel mit hier. So, die schieben wir. Nehmen wir mit. Warum es noch zwei sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der dritte hin ist. Aber naja, vielleicht brauchen wir den ja auch gar nicht. Wir schieben die erstmal mit. Hier geht es auf jeden Fall ziemlich steil runter. So, das macht schon mal Sinn. Die Tür zumindest auf. Okay, hier liegt Kohle. Wir brauchen und noch mehr Kohle. Kann ich da hoch? Ah, okay. Ah, okay, jetzt sind wir eine Etage höher. Meine Höhe. Hier waren wir doch schon ein Stück. Gehen wir gerade rein. Hier waren wir doch schon. Was genau mussten wir hier machen, ist die Frage. Ach, das ist dumm. Jetzt muss ich den ganzen Weg jetzt laufen wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Ist ja gar nicht mehr da. Ist er noch da? Nee, ne? Schon abgehauen. Ach, guck mal. Und machen wir wieder auf. Okay, wir brauchen hier eine große Ladung Kohle. Weil sonst können wir, glaube ich, diesen Ofen nicht richtig anheizen. Aber wie gesagt, hier ist zwar richtig viel Kohle, aber wir können es nicht rüber befördern. Glaube ich. Nee. Oh. Gut. Wir müssen auch mal überlegen, was wir jetzt machen sollen. Das weiß ich mich auch gerade nicht. So. Also hier haben wir alles geschafft. Ah, hier durch. Da war die Luke mit der ganzen Kohle, wir brauchen ja mehr Kohle, die haben wir jetzt noch nicht. Hm. Können wir auch aufbekommen. Hier ist viel. Pass mal auf, komm her, helf mir mal. Wenn ich Kohle nehme, nimmst du auch Kohle. Von hier oben. Kann ich nicht. Okay, gehen wir runter. Komm mit. Oh, warte mal, helft mal hier mit. Die helfen? Aufzumachen? Mal her, hier, ihr beiden. Können die das nicht? Hm. Nee, können die nicht. Warum denn da? Ach, jetzt weiß ich. Yep, jetzt weiß ich auch genau, was ich machen soll. Die sollen auch da stehen bleiben, ist alles richtig. Wir wollen die Zwerge herunterholen. Darum geht's. Darum geht's. Wir müssen sie runterholen, damit die ihm helfen. Das heißt, eine Etage tiefer konnten wir an dieser Leine ziehen. Damit wir Helfer haben, die Kohle schippen. Da, ganz klar. Super, ihr drei. Komm mit. Komm. Ach, da ist wieder einer, der fehlt. Problem. Komm.
Und ganz viel Kohle müsst ihr schippen, damit das Ding da heiß wird und ich mit den kleinen Gondeln hier im Hintergrund hoch kann. Ah, da ist ja genug. Perfekt. Ja. Super, jetzt kriegen wir das richtig, jetzt kommt die richtig in Gang. Yeah. Guck mal, wie die das reinwerfen, die heizen das Ding richtig auf. So, warte mal, hier muss ich auch nach oben gehen, ganz nach oben gehen, von oben daran springen, damit ich noch eine Etage höher komme. Hat die auch sein. Testen wir mal. Guck mal. Das reicht noch nicht. Die hauen da irgendwie nicht genug Kohle rein. Was sein? Das ist nicht schlecht. Komm nicht hoch, ich kann mich nicht hochziehen. Scheiße. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war wirklich blöd gerade. Aber irgendwie ist noch immer nicht genug Druck drauf. Entweder fehlt mir noch ein kleiner Zwerg, der irgendwo versteckt ist. Den muss ich noch suchen, damit er mir reingekommen ist. Oder ich muss denen helfen, da was reinzuwerfen. Damit wir über dieses die höhere Hitze bekommen, damit das Ganze funktioniert. Aber eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, das müsste doch eigentlich schon genug sein. Viel mehr von den Zwergen habe ich nicht gefunden. Wenn mich an irgendwelche vorbeigerannt. Guck mal da, es gibt. Das läuft das Ganze. Oh Mann! Diese, packt er die Leiter denn nicht? Oh, so ein Spacken. Soll nur die Leiter festhalten. Das ist auch doof. Boah, wie dumm war das denn gerade? Ich dachte, er soll festhalten und dann springt er da runter. Behindert. Na gut, also wir krabbeln runter und dann müssen wir nur gucken, ob wir noch irgendwo einen Zwerg finden, den wir übersehen haben. Vielleicht ist er noch einer. Flaschen drin, irgendwo ein Glas. Ich weiß es nicht. So. Mal vorsichtig runtergehen. Bin schon wieder runterfallen. Ja. Das gleiche. Genug Zwerge da? Jetzt Glück wieder. Geh mal hier weiter, dann finde ich ja hier auch noch Zwerge irgendwo. Oh, wahrscheinlich finde ich hier auch noch Zwerge. Hab ich natürlich gar nicht reingeguckt, ne? Da. Hm, ist vielleicht versteckt der Spinner. Da ist einer drin, den holen wir jetzt mal raus. Ich helfe dir. Oh, warte mal, die holen wir gleich wieder. Ja, warte mal da. Gehen wir hier hoch. Oh, geh doch mal die Leiter hoch, danke. Und dann guck ich mal, drüben sind wir schon auch noch welche. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass ich die befreien musste. Alter, der springt doch immer tiefen runter, ne? Oh oh.
Also macht man auch nicht Lärm wahrscheinlich, ne? Na, kann er mit dem Arm hier reinkommen? Denn das kann man hier wieder reinstecken. Okay. Hier hinlegen. Lassen wir mal da liegen. Und dann holen wir nochmal ran. So, das Ding ja selber in die Hand nehmen. Weiß ich nicht. Was ist da denn hier an? Nö. Nee. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Muss ich zugeben. Weiß ich wirklich nicht. Also hier komme ich aber noch nicht ran. Müssen wir den Raum mal absuchen mit unserem Taschenlampe. Was muss hier da sein? Ja, sonst komisch. So, geh mal ran, ohne Lärm zu machen. Geh mal ran, ohne Lärm zu machen. Nebenraum gehen und Lärm zu machen, das ist schon mal gut. Da gibt es hier irgendwo eine Sicherung bestimmt, die man mitnehmen kann. Ja, aufpassen, der kommt natürlich hinter uns her, da so ein bisschen. Und Lärm machen. Hier können wir nichts machen. Oh, shit. Oh, was ist denn das für ein Viech? Was soll ich denn da machen, ist die Frage. Oder? Ich muss bestimmt diese Sicherung austauschen, aber wo kriege ich denn eine neue her?
Muss dann irgendwo rumliegen. Müssen es nochmal absuchen. Irgendwo muss sie ja liegen, da. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß ich jetzt gar nicht, wie es anders gehen soll. Also jetzt hier gehen ja noch beide Sicherungen. Schau mal ran. Da fliegt eine raus. Die eine Sicherung geht aber noch. Das die können wir direkt reinstecken. Perfekt. Und die andere Sicherung geht anscheinend ja nicht mehr. Nee, wenn wir ranspringen, springt die raus. Gut. Gut. Oder auch nicht gut. Gehen wir jetzt mal hier längs. Wir schleichen hier längs. Und suchen eine zweite Sicherung. Er ist ja eh blind, also mein Scheinwerferlicht sollte er nicht sehen. Wir müssen auch mal ihn vorbeischleichen können. Das haben wir gerade eben gemacht. Aber warum kommt er überhaupt hinterher, frage ich mich. Bräuchte er doch eigentlich gar nicht. Aber ich sehe ja auch keine Sicherung, nirgends. Doch, im Raum nebenan liegt eine, aber wie komme ich da denn rüber? Ich einfach aufmachen die Tür? Wie kommen wir denn in einen Raum rein, um die Sicherung zu holen, ist die Frage. Wir nehmen die kaputte Sicherung mit. Nee, können wir nicht. Kaputte Sicherung kann man nicht mitnehmen. Es ist so dunkel, dann würde ich ja gar nichts sehen. Okay, schleichen wir uns nochmal vorbei an ihm. Wir müssen da hinten in diesen anderen Raum irgendwie reinkommen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Kann man auch am Türgriff doch noch ranspringen? Ich glaube irgendwie nicht. Immer abhauen. Wir gehen auch mal hinterher. Auch ein ekliger Typ, ne? Finde ich. Da hinten irgendwo hochklettern. Da ist eine Treppe, okay. War eben nicht gleich gesehen. Oh, warte. Mal hoch. Höher, perfekt. Irgendwo müssen wir ja hinkommen.
verdammte Axt, er muss da ein bisschen runtergehen. Nein! Oh, wie dumm war das denn? Voll daneben gesprungen. Oh, das war ja wieder bescheuert. Scheiße. Aber sonst hätte man das gehabt, ne? Sonst hätte man das gehabt. Aber so ist natürlich scheiße. Nun gut. Jetzt kennen wir den Weg zumindest und wissen, dass wir da irgendwo hochkommen können. Das ist perfekt. Ja, haben wir ganz hier hinten anfangen, ich weiß. So. Oh, warte. Mach erstmal die Sicherung raus. Ach, mal liegen lassen, ist ja egal. Das ist der Freak wieder, ne? Er ist ja wirklich ein Freak. Das sind ja alles Freaks hier, ne? Und dieser Hausmeister-Freak hier. Gruselig. Oh. Wo ich kurz vorbeigehen? Geh doch vorbei! Backen. Das ist ja auch immer dann da stehen bleiben, wo man ist, ne? Ein bisschen komisch, finde ich. Eigentlich? Gut. Dann sind wir schon mal da weitergekommen. Da hoch? Nee. Jetzt hier rein? Ich hoffe nicht. Also wir schon mal richtig hier, wir gehen mal aus. Irgendwie kommen wir hier trotzdem nicht hoch. Ne, da geht's nicht hoch. Okay. Da komme ich zwar rein. Hier geht's ja nicht so weiter. So ist knirscht mal gar nicht. Knirscht mit Türen. Ah, okay. Jetzt check ich's. Lass die Tür offen. Lass die Tür offen. Und den so. Das ist die Lampe, ne? Guck mal alle an. Kommen wir doch noch weiter.
perfekt. Kommen wir hier mal runter? Irgendwie da rüber, ne? Super. Da ist zumindest eine Sicherung. Okay. Eine Spitzensicherung, die ich wollte mal haben. Wollen wir hier rauskommen? Okay. Arm da wegnehmen, wenn er durch kann. Du hässlicher Vogel, so. Gut, dass diese Dings Licht spendet, weil sonst würden wir uns ja wahrscheinlich nur knirschen hier. Und er würde uns sofort haben. Da kommt das ja so oder so hinterher, also das ist ja egal. Vielleicht trotzdem mal weiter, ob ich laufen könnte. Cool. So, eine Sicherung. Und eine zweite Sicherung. Was bis jetzt? Ah, okay. Dann können wir nach oben fahren. Sehr gut. Wollen wir durchgehen? Gucken wir mal rum hier. Ja, Leute, das war schon wieder. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, versuchen wir bei der nächsten Folge mal die nächsten Zwerge zu bekommen, damit wir ja, unsere Dampfmaschine in Gang bekommen. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.